So Leute, hier ist Sebastian Glöckner, euer Udemy-Coach und Online-Kurs-Coach. Und wenn euch dieser Kanal gefällt, bitte unbedingt Abo dalassen und ein Like. Ich gucke mir die Statistiken genau an und möchte halt sehen, ob ihr noch mehr von uns sehen wollt oder von mir sehen wollt oder nicht. Also, und in diesem Video geht es um das Udemy-Business-Modell. Ich gucke hier so ein bisschen nach unten, weil ich hier nämlich mal ein iPad habe und auf dem ich das nämlich demonstrieren will. Das Udemy-Business-Modell, was ist überhaupt Udemy? Also, was ist Udemy? Das ist die Grundfrage. Udemy ist für Online-Kurse sowas ähnliches wie Amazon für Technik und Bücher. Das heißt, wenn du jetzt was bestellen willst bei irgendwie, was weiß ich, ein neues Kabel oder sowas, oder irgendwie, früher hat man ja die ganzen CDs noch bestellt, falls sich noch jemand daran erinnern kann, dann gehst du halt zu Amazon hauptsächlich, obwohl es tausend andere auch noch gibt. Ja, es gibt booksonline.de und keine Ahnung, Quelle oder weiß der Teufel, es gibt so viele Shops, wo du was bestellen kannst, aber man denkt halt erstmal an Amazon. Ja, und bei Online-Kursen denkt man an Udemy. Natürlich, wer ist man? Na, natürlich nur die Leute, die auch oft Online-Kurse kaufen oder so. Also das Thema ist ja so ein richtig krasses Boom-Thema, was noch richtig abgehen wird. Also wenn man jetzt diese exponentiellen Steigerungen schon sieht und man sieht, okay, krass, ich verdiene jetzt zehnmal so viel wie vor ein paar Jahren oder so, das wird noch weiter so gehen. Weil alleine Amazon kennt jeder, Udemy kennt nicht jeder. Ja, vielleicht, wenn ich 10 Leute frage, habt ihr schon mal was von Udemy gehört? Also ganz normale Leute aus dem Bekanntenkreis, dann sind das so 4 oder so, die kennen Udemy, sagen wir mal. Das ist schon sehr, sehr gut. Und das liegt halt einfach daran, dass die sich einfach so einen krassen Marktanteil aufgebaut haben, den man überhaupt wahrscheinlich nie wieder überholen kann. Das ist so ähnlich wie Netflix bei Streaming-Filmen. Und ja, es ist halt einfach so, es gibt noch tausend andere Plattformen, die genauso aussehen wie Udemy, teilweise identisch aussehen, aber die schlicht und ergreifend diese Marktmacht niemals haben werden. Ja, hier ist, achso, ich scroll jetzt hier die ganze Zeit. Also Amazon, Udemy ist halt einfach der absolute Platzhirsch. Absolut ganz glasklar. Es gibt sogar Leute, die dir dein eigenes Udemy nachprogrammieren können, wenn du willst. Oder du kannst für WordPress oder wie auch immer, kannst alles machen. Die Technik ist nicht das Problem, sondern die Listenpower, dass sie 60 Millionen Teilnehmer haben. Das ist der Punkt. Also es ist kein Netflix, es ist kein Abo. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es gab auch mal diese, die ich damals schon ausprobiert habe, 2015, 2016. Ich verwechsel immer den Namen Skillshare und Skillfeed, eins von beiden, ist aber dann pleite gegangen. Das war so ein Abo-Dienst, wo sie gesagt haben, der User zahlt, was weiß ich, 10 oder 20 Euro im Monat und du lädst dann den Kurs hoch und abhängig davon, wie viele Minuten bei dir anfallen, kriegst du halt eine Beteiligung. Und damals der beste Udemy, also der, wie hieß der nochmal, Alan Hill, das war der beste Udemy-Dozent, der erste Udemy-Dozent, der richtig viel Geld verdient hat damals. Der hat so ungefähr 30.000 im Monat bei Udemy verdient. Und der hatte das auch ausprobiert und der hatte dann gesagt, er verdient selber nur, also im Verhältnis muss man das jetzt mal sehen, der hat 30.000 bei Udemy verdient und bei diesem Skillshare und Skillfeed waren es nur, was weiß ich, 300 oder so, ja. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich habe wirklich einen ganz kleinen Prozentsatz nur verdient, dass ich sogar von einem Anbieter, wo ich mich leider nicht mehr den Namen erinnern kann, dass mein Kurs seit Jahren online und ich weiß nicht mehr, wie der Anbieter heißt und habe da noch nie eine Auszahlung gekriegt, weil sich das für mich nicht wegen 50 oder 100 Euro, hat sich das nicht mal gelohnt, da richtig irgendwie diese zu gucken, wie man überhaupt eine Auszahlung veranlasst. Also deswegen diese Abo-Dienste und so, hat sich bis jetzt nicht bewährt. Vielleicht kommt es ja noch. So, also Kauf pro Kurs, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro oder sowas. Das heißt, der Kunde, also du verdienst pro gekauftem Kurs, der Kunde zahlt 20, 50 oder 100 Euro oder 200 Euro. Wenn ihr Udemy kennt, wisst ihr, dass die letzten beiden Fälle sehr selten sind. Ich hatte jetzt in dem letzten Video, was ich hier hochgeladen habe, einen Fall zufällig genau auf meiner Seite, wo ein Kunde über 100 Euro bezahlt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, 107 Euro oder so. Passiert aber sehr selten. Die meisten zahlen 10 bis 20 Euro. Also selbst das 50 Euro ist noch relativ selten. Ja? So, und der Kunde bezahlt pro Kurs. Und das hier eher selten. Oder wenn, dann ist es eben so, dass dieser Kurs nur angezeigt wird. Und dann steht dann eben Rabatt 90%, 95% und so weiter und so weiter. Ne?
Also das ist sozusagen diese Rabattmasche von Udemy, die immer sehr gut funktioniert. Udemy hatte mal eine Zeit, wo die gesagt haben, ja, diese 90% Rabatte, das ist irgendwie unseriös, wir machen das anders, wir machen irgendwie höchstens 50% Rabatt, der Kurs darf höchstens 100 € kosten, hat nicht funktioniert. Also die haben dann quasi gesagt, wir machen 10, 20, 30 oder 50% Rabatt und die Preise werden alle niedriger, zum Beispiel der Kurs kostet 10 € oder 20 €. Und da hat Udemy sein komplettes Pricing und sein ganzes Modell umgestellt. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Keiner wollte das sehen. Und die Leute haben viel, viel weniger Geld verdient. Leute, die vorher 1.000 € im Monat verdient haben, haben nur noch 100 oder so verdient. Also die Leute mögen diese Rabatte. Zumindest bei Udemy. Also 10 bis 20 € pro Kurs ist im Endeffekt, was die Leute im Schnitt zahlen. Und die Kurse können unterschiedlich lang sein. 1 Stunde, 5 Stunden oder auch 10 Stunden. Oder ich habe sogar einen Kurs, oder zwei Kurse, die sind sehr, sehr lang, 20, 30 Stunden. Du kannst aber auch 1 oder 2 Stunden. Also ich habe zum Beispiel einen Kurs, den ich immer wieder gerne erwähne. Der ist nur so 2,5 Stunden lang und der bringt mir jedes Jahr ungefähr 2.000 €. Also das muss nicht schlecht sein. Ne? Man muss halt nur wissen, wie es geht. So, jetzt kommt natürlich diese typische Kritik. Nur 10 € für 20 Stunden? What the fuck? Ja? Also 10 € für 20 Stunden, seid ihr bescheuert? Und das höre ich auch immer wieder auf Online-Marketing-Veranstaltungen, wenn ich dann eben Kollegen treffe, die sagen, ja, ich verkaufe meinen Kurs für 400 €. Das ist aber auch total schwer. Und hier steht es ja auch, ich habe es geschrieben, es kommt auf die Masse an. Es ist total schwer, einen Kurs für 400 € zu verkaufen. Da musst du echt fit sein im Online-Marketing. Du musst ein Webinar machen und die Leute davon überzeugen, dass sie was von dir kaufen. Das ist aber bei Udemy ist die Hemmschwelle viel einfacher. Und hier seht ihr rechts, habe ich ein Beispiel gemalt. 10 pro Tag, also 10 Kurse pro Tag, stell dir mal vor, werden gekauft und einer bezahlt für jeden Kurs nur 10 €. Dann hast du 100 € am Tag Umsatz. Ja? 10 Kurse mal 10 €, 100 €, zack, jeden Tag. Das ist jetzt mal so ein ganz einfaches Rechenbeispiel, was auch jetzt nicht so ganz unrealistisch ist. Ja, also das ist ja, ne, das ist halt möglich, wenn du den Udemy-Algorithmus richtig hacken kannst. So, und hier ist das Rechenbeispiel, 10 Kurse mal 10 € sind 100 €. Jetzt zeige ich euch mal, wie viel von diesen 100 € Udemy kriegt. Also wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, dass, weil ich will ja über das Geschäftsmodell jetzt reden. Ich will jetzt nicht nur erzählen, wie toll Udemy ist, sondern auch euch das Geschäftsmodell erklären. Also Udemy bekommt von diesen 100 € manchmal 50%, manchmal auch nur 3% und manchmal 75%. Ja, also das war ja nur ein Rechenbeispiel. Ja, also natürlich ist das Ziel viel mehr als 10 Kurse pro Tag, aber 100 € ist so eine schöne Zahl, 100 € am Tag. Ne? Aber wenn das jetzt der Außenumsatz ist, musst du noch was abdrücken an Udemy. 50% ist sozusagen der Standardfall. Das ist der sogenannte organische Verkauf. Das heißt, der User geht auf die Webseite von Udemy und klickt sich durch und bekommt einen Kurs angezeigt. Meine Kurse sind ja oft auf der Startseite oder in irgendwelchen Kategorien vorne, deswegen habe ich es dann natürlich leichter, weil ich mehr weiß, wie man diese Kurse auf diese Position kriegt. Das ist dann eben, der Kunde kauft und kriegst dann eben 50% durch Browsing. Ne? 3% kriegt Udemy, also das heißt, du kriegst 97% im Fall von Werbemails. Das heißt, ich schreibe eine Mail. Ne? Ich habe im Moment etwas über 130.000 Teilnehmer für meine Kurse, also 130.000 Kunden. Und ich schreibe eine Mail an diese 130.000 und wenn dann halt, keine Ahnung, so und so viele kaufen für 10 €, dann kriege ich davon 97%. Ne, das hat Udemy so geregelt. Das heißt, da kriege ich echt sehr, sehr viel, wenn ich selber Marketing mache. Und dann gibt es auch noch einen anderen Spezialfall. Da kriegst du nur 75%. Das ist, wenn ein Affiliate deinen Kurs verkauft über seine Webseite oder so. Oder wenn Udemy irgendwie eine spezielle Facebook-Werbung macht für deinen Kurs. Und ist ja klar, ne, da entstehen horrende Kosten, dann kriegst du halt nur einen ganz kleinen Teil. Da ärgert man sich zwar immer ein bisschen, aber das ist halt auch fair, weil sonst hättest du diesen Kurs wahrscheinlich gar nicht verkaufen können. Ne? Also das ist hier Marketing, genau, und dieses da ist auch doppeldeutig, dieses, was ich da geschrieben habe, Marketing, Google, Facebook, Server und so. Ihr müsst euch immer vergegenwärtigen bei diesen 50% auch, dass Google, YouTube alles bezahlt. Udemy alles bezahlt. Udemy bezahlt alles.
Du brauchst keinen Mitgliederbereich, du brauchst kein Hosting, du brauchst keinen Server, du brauchst kein Vimeo, du brauchst keine Webseite, du brauchst keine Landingpage, du brauchst keinen Funnel und so weiter und so fort. Ja? Und du brauchst auch keinen Traffic, du brauchst keine Facebook-Werbung, du brauchst keine Google Ads. Und deswegen ist es natürlich auch gerechtfertigt, dass Udemy 50% kriegt. Ne? Weil du, das ist halt die ultimative Plattform. Genau. Und habe ich da noch was Schönes geschrieben? Genau, dass der Vorteil ist, bei Udemy 60 Millionen Teilnehmer, das ist dann potenzieller Traffic. Das heißt, das sind die Leute, die deinen Kurs sehen können. Ne? Klar, die sprechen nicht alle Deutsch, ne? Klar. Aber das ist dieser potenzielle Traffic, die ständig auf die Udemy-Webseite gehen und immer wieder Werbung bekommen und Udemy überall sehen. Und wenn bei deiner eigenen Webseite ist es natürlich ein bisschen anders. Da hast du eher gar keinen Traffic. Ne? Also ich schwöre dir, wenn du jetzt eine Webseite online schaltest mit ganz vielen Keywords und SEO optimiert, mach da mal Google Analytics drauf und guck mal, wie viele Leute dann pro Jahr da drauf gehen. Wahrscheinlich nur 100 Leute im Jahr oder so. Oder wenn du Glück hast, 50 Leute im Monat. Deswegen musst du bei deiner eigenen Webseite, hast du halt ein Traffic-Problem. Ne? Du musst dann halt Facebook, Google Ads schalten oder sowas. Oder ganz viele Blogs schreiben, SEO optimiert. Oder irgendwie über Instagram Leute erreichen. Hast du vielleicht 10.000, 20.000 Follower. Und das ist teuer, habe ich hier unten geschrieben. Das ist teuer. Und wo findest du alle Geheimnisse, wie man mit Udemy Geld verdienen kann? Ich habe da ein Produkt, das ich schon lange pflege und hege und pflege und immer weiter verbessere. Und das ist die sogenannte Udemy Masterclass. Und Udemy Masterclass, mache ich einen Link unter dieses Video, ist ein Online-Kurs, ein 15-stündiger Online-Kurs mit hunderten von Videos, wo du alles lernst über deinen Erfolg mit Udemy. Und wenn dich das interessiert, dann klick unter dieses Video und dann wirst du genau lernen, wie ich das hinbekomme. Also, bis dann. Hol dir die Udemy Masterclass, abonniere diesen Kanal, würde ich mich freuen. Und wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr am Black Friday auf Udemy. Bis dann, dein Sebastian Glöckner.